Der Wahlerfolg bei der Landtagswahl wurde bereits im Hotel Adlers gefeiert. Als gutes Omen findet die Abschlusspressekonferenz der Volkspartei mit Spitzenkandidaten Bundesminister Karl-Heinz Töchterle und Landesparteiobmann Günther Platter hoch über Innsbruck statt. Die Wahlziele der Tiroler Volkspartei sind klar definiert. Wenn wir das Mandat im Oberland gewinnen und ansonsten sozusagen unsere Stärke halten, vielleicht auch noch den Georg Kreuschnick hineinbringen, dann schaut es gut aus. Dann haben wir in Wien eine sehr starke Vertretung im Parlament. Neben prominenter Unterstützung bei der Pressekonferenz durch Peter Habeler oder Bürgermeister Erich Ruetz steht der Kontakt zu den Medien und zu den Bürgern im Mittelpunkt. Zahlreiche Unternehmen besucht die VP, darunter das Autohaus Fowa. Die neuesten Modelle, technische Infos und eine kurze Ansprache bei den Werksmitarbeitern stehen auf dem Programm. Danach geht es mit dem Oktoberfest des Management Club Tirol weiter. Treffpunkte und Termine, bei denen die Kandidaten und Wähler im Mittelpunkt stehen. Wenn man mit der Bevölkerung da zusammensitzt, ein paar Freunde auch trifft, da erfahrt man dann, wo der Schuh drückt und kann auch gemütlich nachfragen und so, ohne einen mega Zeitdruck zu haben. Also solche Veranstaltungen schätze ich sehr. Und man trifft da immer viele liebe Freunde und Bekannte. Das ist auch super. Gute Gründe, um am Sonntag der Volkspartei die Stimme zu geben, hat der Spitzenkandidat schnell parat. Die wichtigsten Gründe für mich und aus meiner Sicht sind die Tatsache, dass die ÖVP die Partei der Regionen und des Föderalismus ist und auch des ländlichen Raums, also für eine Stärkung dieser Bereiche eintritt. Und der zweite wichtige Grund ist, dass ich niemanden sehe außer der ÖVP, der sich so dezidiert für die Förderung von Wissenschaft und Forschung einsetzt. Aber auch der Landeshauptmann und Tiroler VP-Obmann Günther Platter erhofft sich eine starke Tiroler VP-Vertretung in der künftigen Regierung und im Nationalrat. Ja, also immer sagen, das ist ganz wichtig. Ich meine, ich kenne mich recht gut aus, ich war hier im Nationalrat und war in der Bundesregierung, aber ich brauche einfach Leute, auf die ich mich verlassen kann, in Wien. Es werden viele Entscheidungen immer noch in Wien getroffen, eigentlich nach meinem Geschmack viel zu viel, aber da braucht es einfach diese Allianzen. Und es gibt immer noch eine Ungerechtigkeit zwischen Wien und dem Westen von Österreich. Da könnte man viele Dinge aufzählen. Zum Beispiel bei den Bundesärzten wird beim AKH in Wien, der Bund zahlt dort 100% für die Bundesärzte und bei uns in Tirol sind es nur 47%. Wir haben in der Mautfrage Benachteiligung und dergleichen mehr. Deshalb brauche ich diese Allianzen, um letztlich Tirol noch besser regieren zu können. Und mit Karl-Heinz Töchterle haben wir da mit Sicherheit eine exzellente Persönlichkeit. Wir können uns gut und aber auch alle anderen, die für die Nationalität Wahl kandidieren. Aber nochmal, ich brauche das dringend notwendig für Tirol, damit Tirol noch stärker, noch besser, noch selbstbewusster aufgestellt ist. Szenenwechsel. Frauenpower herrscht in der Geschäftsstelle der Tiroler Freiheitlichen. Claudia Motz, Alexandra Zorn und Elena Sattelecker geben in der Geschäftsstelle den Ton an. Für das junge Team ist die Organisation der Nationalratswahl eine spannende Herausforderung. Das auf jeden Fall, vor allem, weil es für mich auch von der organisatorischen Seite her das erste Mal ist, dass ich einen Wahlkampf mitorganisiere und eigentlich ins kalte Wasser gesprungen bin, schon gleich am ersten Arbeitstag ja, mit dem Organisieren von gewissen Sachen angefangen habe, aber es geht. Also es ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, dass man das jetzt nicht irgendwie schafft. Gemeinsam mit den Spitzenfunktionären der Tiroler Freiheitlichen erfolgt die Abstimmung aller Wahlkampfeinheiten. Dass in der gerne als Männerpartei bekannten FPÖ in Tirol eine reine Frauenmannschaft das Sagen hat, ist schon etwas Besonderes. Bei uns gibt es nur Damen im Büro, aber es funktioniert super. Also wir haben da jetzt keine Über-, keine Unterordnung, sondern wir sind eigentlich alle miteinander gleichberechtigt. Wir arbeiten zusammen, gut zusammen und kann man nicht sagen, dass es irgendwelche Probleme gibt. Vor der Innsbrucker Annasäule kommt es dann zur Abschlusskundgebung der Tiroler Freiheitlichen. Das Wahlziel ist rasch definiert. Ja, wir haben eigentlich große Erwartungen. Der Wahlkampf ist sehr gut gelaufen. Wir haben einen Bundeswahlkampf gehabt, der hervorragend geleitet wurde von Wien aus. Wir haben in Tirol unsere Schwerpunkte gesetzt. Also wir haben große Erwartungen und die werden sich diesbezüglich auswirken, dass wir ein Plus am Wahlsonntag einfahren können. Insgesamt darf der noch junge Parteiobmann eine durchaus zufriedenstellende Bilanz über den Nationalratswahlkampf in Tirol ziehen. Ich bin nicht derjenige, der sagt, wir müssen 3-4% gewinnen. Das wäre natürlich ein Wunschkonzert und das wird sich meines Erachtens meistens so nicht spielen, wie man sich das erhofft. Aber ein Plus von 1%, einem halben Prozent oder 2% ist natürlich ein absoluter Wahlerfolg. Meine Erwartungen sind sehr groß, weil wir einen sehr guten Wahlkampf geführt haben.
der HC Strache ist super drauf. Und ich habe gesehen in der Bevölkerung, wir sind unterwegs gewesen in ganz Tirol, dass die Leute sehr auf uns zugehen und dass sie endlich genug haben von dieser rot-schwarzen Backelei mit den Grünen dazu, die die größten Umfaller dieser Wahlen auch wieder werden. Genauso wie sie in Innsbruck gemacht haben, wie im Land Tirol. Bis hin zur Wahl versprechen sie und danach fallen sie um und machen genau das Gegenteil. Eins haben beide Parteien am Wahlsonntag gemeinsam, und zwar den Wunsch nach einer möglichst hohen Wahlbeteiligung. Ja, da hoffen wir natürlich eine Steigerung. Wir haben jetzt bei den Wahlen in der Bundesrepublik gesehen, dass es doch möglich ist, doch mehr Wähler zu mobilisieren. Da ist die Wahlbeteiligung auch gestiegen und das hoffen wir natürlich auch für Österreich. Ja, da kann ich nur Folgendes sagen. Ich war als Minister eigentlich in der ganzen Welt unterwegs und habe Länder besucht, wo die Leute nicht wählen können. Und die haben eigentlich eine unglaubliche Sehnsucht danach, dass sie selber mitentscheiden können. Und bei uns haben wir diese Demokratie. Aber Demokratie lebt nur dann, wenn die Leute zur Wahl gehen. Ist eigentlich nicht viel zu tun. Aber ich glaube, da mache ich jetzt gar nicht Parteipolitik, sondern es ist mir insgesamt ein Anliegen, dass man erkennt, dass einfach das Volk mitentscheiden soll. Und darum bitte ich auch am kommenden Sonntag. Wie Sie sich auch immer entscheiden am Sonntag, denken Sie daran, auch Ihre Stimme kann die Nationalratswahl am 29. September entscheiden.